Willkommen in der Social Web Sprechstunde. Mein Name ist Sam Steiner. Ich bin Christian Bossert. Und wir besprechen Gesundheitstipps für KMUs im Web. Eine häufige Situation, die wir antreffen in Firmen, kleinere Firmen, ist, irgendjemand ist zuständig fürs Web, hat aber vom Vorgänger eine Website übernommen, die 7 Jahre alt ist und fragt sich jetzt, was sind die nächsten Schritte, was kann ich jetzt machen, dass die Firma effektiver wird im Web. Wir gehen davon aus, dass ja wahrscheinlich das eine Aufgabe ist, die Sie auch entsprechend von der Geschäftsleitung bekommen haben. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage für so eine Person, was sind denn überhaupt unsere Unternehmensziele? Und sind die definiert? Im Idealfall ja. Häufig ist es natürlich so, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen, die vielleicht einfach mal angefangen haben mit irgendeiner Idee, die sie hatten, eben nicht so klare Zielvorgaben haben. Und dort ist natürlich wichtig, dass auch die Unternehmen sich noch mal Gedanken machen, was wollen wir überhaupt mit unserer Firma, die auch in Zahlen ausdrücken und dann entsprechend das auch weitergeben können an die Person, die dann fürs Web zuständig ist. Und da gibt es ja verschiedenste Wege, wie man so etwas umsetzen kann im Web, mit all den neuen Plattformen. Was ich oft erlebe, ist eine gewisse Skepsis bei der Geschäftsleitung. Ja, sehr häufig sogar. Also eben jetzt so konkrete Beispiele, sie schicken ihre Mitarbeiter in irgendwelche Social-Media-Kurse. Also sie geben ihnen quasi die Freiheit, das zu machen. Gleichzeitig haben sie aber keine klaren Vorgaben, was denn die Person muss machen. Sie bremsen sie vielleicht sogar noch, weil sie sagen, ja, wir müssen das zuerst abmachen in der Geschäftsleitung. Und das sind tatsächlich manchmal ein bisschen schwierige Situationen, gerade für so Web-Zuständige. Und was wäre eine Lösung für sowas? Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass nachher so eine Person sagt, okay, wir ziehen das Ganze als Pilotprojekt auf. Also wir sagen, wir wollen zum Beispiel einen Blog starten, wo wir gerade können bereits in die bestehende Website-Infrastruktur einbauen. Und ja, so ein Pilotprojekt hat eigentlich ganz viele verschiedene Vorteile. Also, dass es besser verdaubar wird für die Geschäftsleitung, weil man sagt, hey, wir machen jetzt einfach eine beschränkte Anzahl Monate lang. Und dann schauen wir, ob das etwas bringt oder nicht. Und niemand verliert das Gesicht, genau, wenn genau, etwas das, in die Hose geht. Das finde ich ist vor allem der wichtige Punkt. Und man hat während dieser Zeit hat man eigentlich Freiheit, um wirklich etwas zu machen. Ja. Vielleicht auch ein Budget, oder? Braucht man ein Budget? Das Budget, das muss auch gar nicht so gross sein. Das ist vielleicht 1500, 2000 vielleicht. Aber vor allem auch ein Zeitbudget, wo der Chef sagt, mal, genau, du darfst so und so viel Prozent von deiner Woche arbeiten an dem. Ja, genau. Und das Pilotprojekt ist von dem her wirklich der Vorteil, dass wenn man so eins aufzieht und es würde jetzt nicht funktionieren, dann verliert niemand das Gesicht dabei. Ich kann sagen, das Projekt nicht funktioniert, ich tue es wieder stoppen. Und wenn es natürlich Erfolg hat, dann hat man schon Zahlen und messbare Erfolge, wo man entsprechend darauf aufbauen kann und nachher dann weitere Schritte entscheiden. Also, eine Idee, ein Vorschlag. Überlegt euch, was könnte ein Pilotprojekt sein, das ihr abstecken könnt, budgetmässig und zeitmässig, damit es der Chef besser schluckt. Oder? Das war es mit der ersten Sendung. Wir freuen uns über deine Fragen und Anregungen auf allen Kanälen, aber wir blenden auch einen Link ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.